So, jetzt müsste ich ja dann hier hinkommen. Genau, da kommen wir nämlich dann hier hinten hin. Jetzt habe ich schon zwei Wärters hier. So. Jedenfalls mache ich mir jetzt hier den Weg hier durch. Hoffen, dass ich dann so richtig liege hier. So. So, wie sieht's aus? Genau, jetzt müssen wir uns dann hier einen Gang hier runterbauen irgendwie. Gut, dann mache ich das doch weg. Und jetzt geht's in die Richtung. Und jetzt bauen wir uns hier irgendwie eine Treppe nach unten. Hau ich in die Erde jetzt. Hier. So. Da haben wir jetzt erstmal hier das. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber den Zweck erfüllt es erstmal. So, mit den Pflastersteinen werde ich jetzt den Weg zaubern. Obwohl, das Stück müsste noch weg. Und hier unten war doch jetzt irgendwo Kohle. Genau hier. Ja, jetzt muss ich natürlich. Na gut, ich könnte mich auch nach unten graben, das geht natürlich auch. Weil es wird ja dann eben ja zugemacht dann. Was ich hier so alles finde. Unter meiner Basis hier. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Interessant. Interessant, das alles zu sehen. Ist ja so viel Verstecktes. Erstaunlich. Gut, da haben wir jetzt ja nichts. Haben wir jetzt nichts mehr hier? Ach, was machst du denn hier? So. Das machen wir jetzt erstmal zu. So, Horst, du musst leider mal weggehen. Geh mal weg, Horst. So. Ja, muss ich erst einmal vorbeigehen hier an das Schaf und hier weiterbauen. Wenn es jetzt nicht zur Seite gehen mag. So, hier kommt dann natürlich eine Treppe hin. Ja, ist ja wieder ein Block zu viel, leider. So, 23 Blöcke haben wir jetzt noch. Jetzt haben wir nur noch 6 Blöcke. Und demnach werden dann hier die Treppen gemacht. Okay. Kann ich den Rest jetzt hier noch zumachen, wo das Schaf hier war? Beziehungsweise wo Horst hier war? Wo sind die jetzt hin? Sind die jetzt abgehauen, die Tiere? Jetzt hängt er hier rum. Das kann doch nie die Möglichkeit sein. Nee, da muss ich jetzt die Initiative ergreifen. Und den jetzt wieder hier in den Stall holen. Horst, mein Guter. Geh wieder zu deinen Freunden. Komm her. So, wo muss ich denn lang? Ich muss hier lang. Komm, Horst. Auf zu deinen Freunden. Komm schon. Komm rein hier. Kommst du klar hier? Oder wie ist das hier aus? Bleib dort hängen oder was? Jetzt macht das. Jetzt hat das begriffen. Und ist er drin? Jo. So, machen wir erstmal eine schöne Vermehrung hier. So. Das müsste es, glaube ich, reichen. Hab unwillkürlich mal einfach mal durchgesappt hier und dann ist gut. Nein, ihr bleibt drin. Drin bleiben. Schaf draußen? Nein. Ich wollte schon sagen. Gefräßige Viecher. So.
ich stelle mich mal gegen eine Tür. So, ist ja mal die Melonen mal abtragen. Ist hier was drin? Nö. So, die Felder, die will ich ja auch noch ein bisschen umsiedeln. Das heißt also, dass das Feld ja größer gemacht wird. Das wird alles größer gemacht. Und hier soll ja auch so ein kleines Lagergebäude hinkommen demnächst. Na gut, hier soll auch irgendwann mal ein großes Feld hin, aber... muss ich mal sehen. Jedenfalls tue ich, dass wir hier mal ein bisschen anpassen. Wenn wir jetzt einmal die Erde haben. Ich würde auch gerne den Stall umbauen wollen. Aber erstmal gucken, was wir hier hin machen. Jedenfalls haben wir hinten noch viel zu tun, wie gesagt. Und schauen. Ich mache es erstmal die Reihe mal fertig hier. Damit ich die Erde los habe hier. So, und jetzt hole ich mir ein paar Treppen und mache jetzt den Weg erstmal fertig, der da runter in die Höhle führt. Ein paar Treppen müsste ich ja noch haben. Fragt sich nur wo. Genau hier. Die Menge würde völlig ausreichen. Uch. Und dann muss ich gucken, dass ich irgendwo eine Baumplantage dann mache. So, jetzt machen wir uns hier die Treppen hin. Pardon. Und jetzt geht's natürlich hier runter. Huch, da war einer falsch gesetzt. Weil es so dunkel ist, sieht man das nicht so richtig. Und gerade weil mein Monitor ja auch so dunkel ist, dann passt das ja hervorragend. So, haben wir jetzt hier eine kleine Treppe geschaffen und dann passt das schon. Ein bisschen Pflasterstein über, das ist schön. Und da kann ich das hier, ich hoffe es geht so in der Dunkelheit, dass ich das so ein bisschen anpassen kann hier. Ohne dass ich hier in die Tiefe falle. So, genau. Das sieht doch gut aus. Jetzt führen wir uns noch ein paar Fackeln, damit sie jetzt noch ein bisschen beleuchtet ist. Und dann passt die Sache natürlich schon. So. Melonen, die kommen natürlich hier rein. Ja, und jetzt tun wir die Kürbisse noch mit abtragen. Und dann kann ich natürlich dann damit beginnen, die Felder ein bisschen zu ändern. So, die Kürbisse haben wir jetzt auch hier. Die Kürbiskerne haben wir jetzt auch hier noch ein bisschen was. Oh, wo ist die Hake? Hier, um Gottes Willen. So, dann haben wir das erstmal. Ich werde mal eine Kleinigkeit trinken hier, weil die Folge ist auch gleich vorbei hier. Wieder mal. Die Sonne prasselt auch in mein Fenster hier rein. Ist aber eine übelste Hitze draußen, ey. Richtig schwülwarm. So. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das mit dem Feld? Sehr gute Frage. Ich würde mir dann auch noch ein kleines Gebäude bauen wollen, wo ich alles lagern kann. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Ich werde erstmal die Truhen hier leer räumen. Und dann fange ich mit dem Bau schon mal an. So.